Ja, was darf ein Personalberater denn gehaltlich erwarten? Ich habe hierzu eine Umfrage gemacht, und habe aber auch eigene persönliche Eindrücke, die ich dir in diesem Video mitgeben möchte. Und gerade für Anfänger, die frisch in die Branche wechseln, ist das natürlich sehr relevant. Vorab, auch hierzu werde ich nochmal ein Video drehen separat. Es ist kein gesondertes Studium nötig, es ist keine gesonderte Ausbildung nötig, um ein Personalberater zu sein. Was du benötigst, um Personalberater zu sein, dazu in einem anderen Video gerne mehr. Ja, gerade am Anfang ist es sehr interessant, was die Einstiegsgehälter sind, und die Umfrage, wie auch meine persönliche Erfahrung, gibt eine relativ klare Zahl aus, und das ist circa 3000 Euro im Monat. Das bedeutet, du kannst ungefähr mit einem Einstiegsgehalt von 36.000 bis 45.000 Euro rechnen. Das kommt auch immer darauf an, wie klein ist die Personalberatung, wie groß, ist sie international, ist sie eher regional aufgestellt. Hierzu verlinke ich dir auch meinen Blog. Hier siehst du auch Zahlen, hier siehst du auch die Umfrage. Und hier habe ich nochmal meine persönlichen Eindrücke ein bisschen genauer umschrieben. So, aber, und das ist ja viel, viel entscheidender, das Festgehalt, also diese 3000 Euro im Monat, das ist ja nur eine Grundebene des Gehalts. Denn als Personalberater würde ich dir empfehlen, geh nur zu einer Personalberatung, die auch provisioniert. Und in der Provision gibt es tausende von Unterschiede. Die zwei großen Modelle sind tatsächlich einmal eine sogenannte Plateauprovision und einmal eine Provision, die auf jeden vermittelten Kandidaten einzahlt. Der BDU hat 2022 eine Studie rausgebracht, dass, also wenn man die Zahlen einzeln runterrechnet, kommen wir auf eine durchschnittliche Provision von 27.000 Euro. Das ist natürlich nicht bei jeder Personalberatung machbar. Da geht es eben viel um C-Level etc. Aber in der normalen Personalberatung haben wir eigentlich eine Provision zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Wir mitteln das jetzt mal auf 20.000 Euro, um in diesem Beispiel für dich eben sehr klar zu sein. Auch hier, es gibt Provisionen von 5%, 3%, gar keine Prozente. Ich kenne aber auch einen Kunden, der gibt 30% Provision. Also hier, das hat auch immer was mit der Kostenstruktur zu tun. Gibt es ein Recruiting? Ne, gibt es mehrere Büros, mehrere junge Kollegen etc. pp. Aber müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Und zwar ist eine Plateauprovision, dass du einen gewissen Umsatz bringen musst, oft aufs Quartal bezogen, und ab diesem Umsatz wirst du provisioniert. Also als Beispiel, du fängst an und deine Chefin oder dein Chef sagt, dieses Plateau ist bei 60.000 Euro, also eine Vermittlung im Durchschnitt pro Monat. Und ab diesen 60.000 Euro bekommst du beispielsweise 10% Provision. Das heißt, wenn du fünf Bewerberinnen oder Bewerber vermittelst, bekommst du von zweimal 20.000 Euro 10% Provision. Das heißt, in diesem Beispiel 4.000 Euro Provision. Die zweite oder das zweite große Modell ist tatsächlich, dass du einfach auf jede Vermittlung, auf jeden Bewerber eine Provision erhältst. Und diese Provision, um jetzt auch wieder ein simples Beispiel zu haben, wenn du fünf Bewerber in einem Quartal vermittelst, jeder dieser Bewerber hat 20.000 Euro Umsatz für deine Firma erwirtschaftet, du kriegst 10% Provision, hast du insgesamt 10.000 Euro Provision bekommen. Jetzt hört sich natürlich Modell 2 für dich wesentlich attraktiver an. Lass dir gesagt sein, Modell 2 bedeutet, dass du monatlich einen extremen Druck hast, dass auch wenn du 10 Jahre dabei bist, monatlich einen extremen Druck hast. Das heißt, Modell 2 wird besser bezahlt. Korrekt, Modell 2 bedeutet mehr Druck, weniger Anlaufzeit, weniger Schulungen etc. pp. Ne? Auf der Welt zählt ein Grundsatz, und das ist, nichts ist umsonst. Das heißt, viel Geld wird meistens durch Druck oder durch mehr Arbeit eben eingefordert bzw. getauscht. Genau, und so kommen Personalberater tatsächlich selbst in ihrem ersten Jahr, man möge es sich mal kurz durchrechnen, relativ schnell auf einen sechsstelligen Bereich. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt 40.000 Euro, nehmen wir mal an, als Junior fix bekommst, dann brauchst du noch 60.000 Euro Provision. Das sind 600.000 Euro Umsatz, wenn du 10% bekämst. Und 600.000 Euro Umsatz müsstest du jetzt wieder durch 20.000 teilen, und dann weißt du, wie viele Menschen du vermitteln müsstest, um in deinem ersten Jahr auf eine Provision oder auf ein Gesamtjahreszielgehalt von 100.000 Euro zu kommen. Mehr dazu gerne in meinem Blog. Stell gerne Fragen in den Kommentaren. Abonniere den Kanal. Ich werde hier immer wieder Videos rund um das Thema Headhunting, Personalberatung, Personaldienstleistung, aber auch KI, Recruiting
immer wieder posten. Also bleib dran, sei gespannt und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und die Staffing-Branche ist echt cool.